Und damit geht es schon weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich bin's euer, der MC Muffix. Und das ist immer noch unser cooler Hauptheld. Das hier ist Sydan. Und er hat uns im letzten Park geholfen, durch diesen schönen Schattenweg, durch den wir jetzt nicht mehr gehen, hier auf diese Insel zu kommen. Und auf dieser Insel haben wir Ventrinho gefunden. Und da haben wir sogar herausgefunden, dass wir einst Ventrinhos Schüler waren. Ja, da sagt man nichts mehr. Und als wir sein Schüler waren, sind wir nach Alabastra immer eingedrungen, um dort Prismere zu klauen. Was natürlich eine sehr gute Idee war, denn ist ja nicht so, als wären da überall Verrückte fallen. Und ja, das hat unser Hauptheld nicht überlebt. Aber dank Farmers Hughes und seinem Seelenquell konnten wir wieder auferstehen. Und ja, Ventrinho ist trotzdem noch ein wenig strange, meiner Meinung nach. Ich weiß immer noch nicht, was ich so von dem halten muss. Aber wir machen jetzt nicht sofort mit der Hauptquest weiter. Denn ich habe im letzten Part ein bisschen Müll gelabert. Wir haben natürlich noch eine Nebenquest. Nämlich, also diese, die beiden zähle ich nicht, weil die mache ich eh nie. Aber Brunnen der Bade, das haben wir natürlich noch als Nebenquest. Und dazu müssen wir dahin gehen. Ach, super. In der Pampe. Nein. Oh. Na, ach so. Ja, okay, es geht sogar noch. Das sind Volgans. Ich habe gedacht, es wären Jotuns. Ich finde, Jotuns sind um einiges schlimmer als Volgans. Nicht, dass Volgans jetzt toll werden. Die halten saumäßig viel aus. Tun saumäßig viel aushalten. Habe ich das schon gesagt? Egal, keine Ahnung. Ah! Und teilen voll viel aus. Bam, Blitz. Aber mit dem kann ich sie echt gut hier überwältigen. Mit dem porte ich mich einfach kurz durch sie und dann attackiere ich sie von hinten. Oh, hast du gesehen? So macht man das. Also der war doch eindeutig cool. Der war echt cool. Ja, Schattenprismäre. Ich wette, wir brauchen irgendwann mal Schattenprismäre. Zum allerletzten Fall. So, Held, du brauchst Schattenprismäre, um, keine Ahnung, gegen wen wir kämpfen, zu besiegen. Und wenn du keinen hast, dann hast du verkackt und musst das ganze Spiel nochmal neu spielen. Ich würde zum Spiel zutrauen. Okay, was ist hier? Ein Baumsturm. Feinkling, das verschlinge, langweilig. Napols kann man mitnehmen. Und dann laufen wir mal weiter. Was gibt's denn hier so Schönes? Okay. Volgan. Ich habe für eine kurze Sekunde gedacht, das wäre ein Borkas. Ich habe die Kiste da, die Bandkiste gesehen. Und die Borkas, die leuchten ja auch immer so lila, so wie die Kisten. Boah, ey, mal diese Daggers, also diese Dolche, die wir haben, die sind so geil einfach. Boom! Boom! Oh, wisst ihr, was wir mal wieder machen müssen? Unser Epic-Zauber. Schade. Ich weiß nicht, der Hauptheld, der macht immer nur eins, maximal zwei Zauber, aber eigentlich sind es noch drei. Ich verstehe das mit dem immer noch nicht so ganz. Egal. Aber die Volgans sind mir eigentlich fast sympathisch. Weil ich glaube, es gibt ja keine Jotuns. Und die Volgans sind mir wirklich einiges lieber, weil man kann die wirklich einfacher besiegen als die Jotuns. Weil Jotuns sind ja wirklich so asozial schwer. Also es ist die da und dann noch so Borkas. Das sind wirklich die schwersten Gegnertypen. Sehr schwer. Ich schaue es mir mal kurz an. Oh mein Gott. Scheiße. Oh. Ich habe gedacht, ich habe... Ja, okay, dann ich versuch's nicht. Ja, ich habe gedacht für eine Sekunde, dass ich da drauf gedrückt habe auf das Fluchfeld. Hätte ich jetzt irgendwie einen Fluch wieder gehabt. Das wäre nicht so gut. Okay, ich versuche mal, ob ich einen wegsteppen kann. Oh. Wow, Epicness! Geil, ich kann... Weil irgendwie kann ich ja normalerweise nicht so große Gegner wegstellen. Ich weiß auch nicht, was es soll, aber es ist also. Okay, und der liebe nette Brun, der sollte kommen, wenn wir die Volgans alle gemacht haben. Zack. Kommt er? Auf Brun warten. Kein Problem. Mache ich doch gerne. Bruni Boy. Der spürt es ja, wenn hier die Volgans abholen. Was ist denn das? Das ist ein Lager der Volgans, oder? Sieht irgendwie... Naja, okay, für Volgans ist ein bisschen zu klein, aber... Frag mich, das ist okay. Jetzt erfahren wir etwas über die Geschichte der Gegend hier. Ausgezeichnete Arbeit.
Ihr seid mit der Kunst des Krieges weitaus besser vertraut als die meisten anderen Besucher der Kelet-Küste, die Soldaten eingeschlossen. Mit dem größten Vergnügen. Stellt euch vor 10 Jahren. Die aufgehende Sonne, ein nachklingender Nebel. Aus dem Wald erklingen Schreie, Kampfgeräusche, dann Stille. Es war genau hier an dieser Stelle, der Hinterhalt von Gornakri. Genau hier vergossen die Bolgans das erste Blut, als sie Lord Erran Gasthyr erschlugen. Zusammen mit seinem Sohn und seinen Knappen auf ihrem morgendlichen Ausritt. Ziehen wir weiter, ja? Und falls es euch interessiert, vor uns wartet noch so manche andere Bestie. Lebt wohl. Warte mal ganz kurz. Hey, sorry, ich musste nur kurz schauen, ob mein Headset überhaupt an war. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Was da oben? Oh, da gehen wir mal hin zu der Nebenquest noch kurz. All auf der Jäger. Ja, das soll nach Gasthyr freiraum. Gasthyr dann die Festung. Ah, okay. Da gehen wir dann gleich hin, aber ich will mal schauen, was der hier für eine Aufgabe hat. Vielleicht ist ja was Leichtes. Haha, leicht. Leicht. Wo hatten wir das letzte Mal eine leichte Quest? Oh, ja, das ist mal sehr leicht. Das war sogar mal sehr leicht. Ach, scheiße, der sieht es. Kannst du nicht wegschauen? Du siehst mich nicht. Ja, gut so. Also die Stealth-KI ist manchmal echt ein bisschen blöd. Aber ja, was wird man ohne die bitte machen? Okay, ich speichere mal zum Notfall, weil ich habe jetzt hier keinen Bock, dass meine, dass die Quest dann weg ist. Komm. Komm. Zack, zack, die Prisera Chakrams, die müssen wir wohl. Ja, nehmen wir sie mal mit. Okay. Na, mein Kleiner. Ist dir nicht aufgefallen, dass was weg ist? Das ist gut. Ein junger Jäger, wie mir scheint. Was macht jemand so Zartes an der Kelet-Küste? Wisst ihr nicht, dass das hier Bolgan-Land ist? Diese roten Teufel haben sich hier eingenistet. Ich habe auf der Jagd nach Tschernoborg viele von ihnen erschlagen. Er ist der älteste und mächtigste lebende Bolgan. Hat die Armee von Gutflow zum Sieg über die Häuser Ancilla und Gasthyr geführt. Tschernoborg mag alt und vom Krieg gezeichnet sein, aber lasst euch davon nicht täuschen. Er ist stark wie eh und je. Die Tuatha und Bolgan hatten dieses Land mehr als 10 Jahre in ihren gierigen Klauen. Und soweit es mich betrifft, können sie es gerne haben. Es ist nichts als eine faulende Grube voller Verfall und Verzweiflung. Ha! Meine Jagden sind legendär. Nicht einmal dieser feie Armeter hat mehr Beute aufgespürt und erlegt als ich. Und jetzt hole ich mir Tschernobok, den Bolgan-Champion. Er wird meine größte Trophäe von der Kelet-Küste sein. Und wir haben Armeter alle gemacht. Das heißt, wir sind doch eindeutig nochmal größer als Armeter und der Dir Arlof hier. Aha. Die Narben verraten mich nicht? Ha! Ihr seid seit Beginn der Geschichtsschreibung vermutlich der Erste, der Alof den Jäger nicht erkennt. Normalerweise eilt mir mein Ruf voraus. Ich bin in diesem stickigen Pfuhl, um Tschernobok, den mächtigen Bolgan, zu stellen und mir sein Auge als Trophäe zu nehmen. Aber erst einmal muss er gerufen werden. Er stellt sich nämlich nicht jedem Gegner, wisst ihr? Nur denen, die er für würdig hält, sie mit seiner Klinge zu zerschmettern. Ha! Ihr könnt es gerne versuchen, aber ich fürchte, wenn ich mit ihm fertig bin, ist er dazu ein Tick zu tot. Außerdem solltet ihr euch erstmal um das Opfer kümmern. Tschernobok misst sich nur mit Kriegern, die ihm ihre Wildheit beweisen. Das ist seine Art, die Fliegen zu vertreiben, die sein feuriges Blut nicht in Wallung bringen. Erst wenn es euch gelingt, die Augen 10 toter Bolgans zu beschaffen, seid ihr würdig. Steckt sie auf Tschernoborgs Kriegslaternen, um den Unhold zu rufen. Lebt wohl. Okay, das ist ja echt gut sogar, dass wir die Quest jetzt noch angenommen haben, weil wir werden wahrscheinlich eh noch vielen, vielen Bolgans begegnen. Und da wir die Quest jetzt angenommen haben, wird es dann gleich übernommen. Das ist praktisch. Okay, dann soll mein kleiner Held mir immer laufen und nicht laggen. Obwohl, laggen ist ja eigentlich auch ganz schlecht. Ja, so ist es. Okay, gut, dann laufen wir erstmal hier hinter und hören uns noch ein bisschen mehr über die Geschichte hier des Landes an. Obwohl, ich glaube, der Arlof hat hier gesagt, es sieht hier nicht sehr, sehr schön aus, das Land, um ehrlich zu sein. Wartet, was ist denn das hier?
Ach so, das sind schon die anderen Quests. Ich habe gedacht, das wäre, dass wir bestimmte Bolgans töten müssen. Aber wie es aussieht, können wir einfach jeden Bolgan töten und dann sein Auge nehmen. Okay, da ist ein Igel, irgendwas. Irgendwas Ekliges halt. Und da sind wieder Bolgans. Okay, die können wir ja wegstellen. Ich bin es so nicht mehr gewöhnt, Leute, also so große Gegner wegzusteffen. Es hat ja früher nie geklappt, ne? Also bei Jotuns hat es schon seit Urzeiten nicht mehr geklappt. Und den kann man wegstellen. In den Kopf. Das hat keiner gesehen. Das hat auch keiner gesehen. Und dann hier den da noch. Komm, mein Kleiner, du möchtest doch sterben, gell? Der? Gell? Ja! Auf Brunnen warten. Naja, ich würde gerne lieber noch die beiden Bolgans da vorne alle machen. Da waren noch nur zwei. Ja, da sind noch welche. Okay. Sind es überhaupt. Oh, nee. Ah, oh, Bargis. Ich denke mal, wenn dieses Niederleuchten ist, das ist ein. Wie sind die hässlichen Viecher nochmal? Nein. Ein Borka ist. Oh, geil. Die haben schöne Augen. Schöne Augen. Schau mir die Augen, Kleines. Obwohl, das Auge. Sollen wir nicht in die Augen schauen. Okay, gut, dann schauen wir hier noch. Was gibt's hier noch Cooles? Hier sind Truhen. Da vorne sind Gegner. Also keine Truhen, aber versteckte Sachen. Ich muss mal kurz schauen. Inventar. Waffen. Wie wird der da? Sünde. Ja, der ist schwächer. Dann tun wir den zum Plunder. Verschieben und holen uns den Bogen. Hier gab es noch mehr. Man kommt eigentlich dieser Hein jetzt mal angelaufen. Ah, da kommt er. Aber davor muss ich jetzt noch ein paar Sachen looten. Weiße Robe. Ah, die haben wir schon aufgefunden. Die will ich immer noch nicht. Und das Wasserquatsch. Der ist immer gut. Okay, da kommt ein Gegner. Oh, der kommt auf meinen Heini zugelaufen. Nein, kämpft euch gegen mich. Habe ich kein Problem mit. Ich will dich wegstellen. Komm. Töte lieber mal die Heini. Scheiße. Hat er mich getroffen oder hat er mich nicht getroffen? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, er hat mich getroffen. Ich mache ja lieber mal die Heinis in der Nähe weg. Ich habe Angst, dass er sonst hier meinen armen kleinen Bruno der Bär. Nein, den Bruno tötet und dann ist die Quest gescheitert. Und darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust. Zack. Und da können wir gleich nochmal ein schönes Jotunauge abstauben. Wunderschön. Vier Augen haben wir schon. Ey, das geht ja richtig schnell. Endlich. Hier gefällt es mir wieder. Hier sind wir nicht zu stark für die Gegend, aber wir sind auch nicht zu schwach für die Gegend. Das ist echt gut so. Hat er noch? Nee, ich habe gedacht, er hat noch ein Auge. Okay, was hast du zu erzählen, Bruno? Hallo. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Bolgans von den Toren vertrieben. Und ich kann eine neue Geschichte zum Besten geben. Der erste Erangastür kam vor vielen Generationen aus Melsenshir hierher. Lange bevor der letzte Turm errichtet wurde, zu einer Zeit, als die großen Riesen von Chlorikon kaum mehr waren als Setzlinge. Am Morgen nach seiner Ankunft kletterte Gastyr mit den ersten Sonnenstrahlen auf den Hügel hinauf und erblickte unter sich die mächtige Festung eines Händlers namens Ancilla. Daraufhin schwor Gastyr, der in seinem neuen Stammland keine solche Anmaßung duldete, einen Eid. Durch Recht gestärkt, mit dem Schwert in der Hand, lasse ich niemals im Stich unser Heimatland. Nun, da ihr Schloss Gastyr gesehen habt, sollten wir zur letzten Station unserer Reise aufbrechen. Der letzte Ort, den ich euch zeigen will, ist unweit der Küste, auf den Klippen über dem Ozean. Das ist die beste Geschichte bis jetzt. Aber natürlich warten zuerst wieder einige Bolgans auf euch. Kein Problem. Wenn wir schon mal fast am Ende sind, können wir gleich mal hier Sachen verkaufen. Plunder. Was? Der verkauft keine gestohlenen? Warum habe ich dein Geld bekommen? Ach, egal. Verkaufen. Die würde ich ehrlich gesagt gerne verkaufen. Ja, boah, ey, Mann. Reise angelangt. Lebt wohl. Es ist voll nervig. Warum ist nicht bei jeder Hehler? Und woran sieht überhaupt, dass es gestohlen ist? Ganz ehrlich. Mein Gott. Der hat telepathische Kräfte, ganz klar, gell?
Schön gemacht. Weißflocke und sonst ist natürlich nichts drin. Okay, dann laufen wir zur letzten Station, oder? Schauen wir mal hier rein. Nee, ich würde sagen, wir laufen erst zur letzten Station. Und dann können wir nochmal reinschauen. Vielleicht ist ja da was Cooles drin. Noch besser wäre natürlich, wenn wir irgendwo noch eine Quest bekommen würden und dann Grund hätten, dahin zu gehen. Oh, warum sind da so viele Bogart und Bolgans und Bargets? Immerhin gibt es ja keine Borgast, das ist schon mal etwas. Okay, ich versuche wieder welche wegzustellen. Ja, den sollten wir gut wegstellen können. Wenn der andere Heini sich nicht umdreht. Na, setze ich hin, das finde ich gut. Na, mein kleiner Stinker. Wie geht es dir so? Ach, du bist tot. Bolgan-Auge. 5 haben wir schon. 5 fehlen noch und den können wir auch wegstelfen. Boah, ich bin echt so glücklich, dass wir Leute wegstelfen können. Es konnten wir so lange nicht machen, weil alle Gegner zu stark waren, dass man sie wegstelfen kann. Okay, jetzt warten wir kurz auf den Bruno. Und dann können wir uns hier auch gleich noch den Stein anhören. Wer kommt da gelaufen? Der Fuck, wer bist du denn? Das ist einer von den Soldaten. Wie können die hier überleben? Nicht schlecht. Wie ist dein Respekt? Okay, Bruno. Gut. Ihr habt diese Gegend von den Bolgans befreit. Ich werde euch nun die letzte Geschichte erzählen. Die beste von allen. Glaubt mir, diese Klippen wurden nur für meine Erzählung erschaffen. Ich erzählte euch die Geschichte des ersten Erangastyr, der dieses Land entdeckte. Und ich berichtete euch von seinem Abkömmling, dem letzten Erangastyr, der es wieder verlor. Meine letzte Geschichte handelt davon, wie jener letzte Lord einem jungen Mädchen beiwohnte, einer Dienerin namens Wilda Brandan. Sie schenkte ihm ein Kind, das anzuerkennen er sich weigerte. Um seine Schuld zu lindern, gewährte er ihr und dem Kind mittels eines königlichen Dekrets großen Reichtum. Doch anstatt den Brief anzunehmen, nahm sie sich selbst das Leben. Hier, diese Frau war meine Mutter. Hört mich an. Ich besitze nicht viel, aber was ich habe, soll euch gehören, wenn ihr mir nur diesen Brief bringt, der meiner Mutter einst das Herz brach. Ich werde ihn lesen und endlich wissen, ob mir meine Mutter die Wahrheit sagte. Danach werde ich ihn zerstören. Ich will nichts mit den Gastyrs zu tun haben. Meine Mutter wollte sein Königreich nie. Sie wollte nur seine Liebe. Dieser Brief hat mich 10 Jahre lang verfolgt. Jetzt lasse ich ihn hinter mir. Und ihn. Freunde. Ja, ich denke, wir sind Freunde. Keine Ahnung, wo Vaters Brief sein könnte. Vater. Es ist seltsam, ihn so zu nennen. Ich glaube nicht, dass er ihn bei sich hatte. Dazu war sein Inhalt zu brisant. Das Schloss? Das würde doch Sinn machen, oder? Ich warte im Lager auf euch. Seid vorsichtig. Ich wäre untröstlich, wenn euch etwas zustoßen würde. Lebt wohl. Ah, ich habe schon geahnt, dass er irgendwas gesagt hat von unehrlichen Sohn. Habe ich geahnt, dass es irgendwas zu tun hat? Ach komm, ey, ich muss ins Schloss. Ah, warum können wir uns nicht mal normale Leute aussuchen, mit denen wir sprechen, die keine Probleme haben, denen es gut geht? Egal. Okay, Kellerstein. Aber davor will ich nochmal kurz auf die Karte schauen. Da sind gefragter Coronel, wo kommen die alle her? Ich weiß es nicht, egal. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ins Schloss und dann können wir nach Dumbledore reisen. Gut. Aktivieren wir den Stein. Der Jäger rennt. Der Jäger rennt. Rasch, rasch. Es geht um sein Leben. Eines sterblichen Rock aus Ketten. Ein Geflecht aus im Geheimen geschmiedeten Gliedern. Der Jäger rennt. Der Jäger rennt. In den Beinkleidern des Feienjägers. Reden die da vielleicht von Amethea? Amethea, der ist ja eigentlich nicht stark, weil ich meine, den haben wir besiegt. Aber wir besiegen auch starke Gegner. Hoffe ich. Okay, bevor wir jetzt aber da reingehen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Bis dann, euer DMC Muffix. Ciao.